Wenn Narzissten dich erstmal richtig attackieren, dann treffen sie dich meistens da, wo es am allermeisten wehtut. Denn sie benutzen jede hinterhältigste und noch so dreckigste Weise, um deine Knöpfe zu drücken. Und wenn du da Pech hast, dann wirst du verwickelt in einen stundenlangen, endlosen Monolog aus Beleidigungen, Bedrohungen auf einem Niveau, das man sich als normaler Mensch nicht mal ansatzweise vorstellen kann. Ich zeige dir heute ganz einfache Sätze, die du lernen und benutzen kannst, um einen Narzissten sofort zu entwaffnen und zu stoppen. Herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti, ich bin psychologische Beraterin und Coach für Opfer von Narzissten. Brauchst du noch Hilfe? Weißt du ja, hier kannst du mir eine E-Mail schicken. Abonniere mich auch gerne. Wir treffen uns donnerstags hier um 18 Uhr mit Live-Chat. Ich bin immer mit dabei und beantworte dir kostenlos deine Fragen. Leute, das Thema ist heute mega wichtig und brisant, weil das betrifft jeden von euch. Jeder, der mit einem Narzissten zu tun hatte, hatte auch schon mal mit diesem Thema zu tun. Und umso unwissender du da bist, umso mehr, ja, würde ich mal sagen, gehst du ihm in die Falle. Denn genau das wollen sie ja, dass du dich rechtfertigst, dass du stundenlang da sitzt, am Ende nur noch Nebel im Kopf hast, ja. Und das ist ganz übel. Und natürlich ist die beste Methode, dem zu entkommen, dich von so einer Person zu trennen und das Weite zu suchen. Aber Leute, willkommen im richtigen Leben. Ja, es gibt Situationen, da kannst du dem nicht entfliehen. Sei es jetzt dein Boss, sei es dein Ex-Partner, mit dem du Kinder hast, den du immer wieder sehen musst, allein bei Übergaben oder jedem kleinen Furz, was das Kind betrifft, ja. Oder deinen Eltern auf Familienfeiern, wo du unbedingt mit dabei sein musst. Ich meine, okay, aber da reden wir ein andermal nochmal drüber, okay? Es gibt Situationen, da kannst du dem nicht entkommen und da ist es auch noch in der Öffentlichkeit. Das heißt, du bist da noch angreifbarer im Endeffekt und wenn du dich da nicht richtig zur Wehr setzt, dann macht der dich wirklich so klein. Deswegen kommen wir direkt jetzt zu den wichtigen Sätzen. Ich hoffe, da ist einiges für dich dabei. Und der erste Satz, den du ab jetzt jedes Mal sagen wirst, wenn du es mit solchen Toxen zu tun hast, ist: Deine Wut ist nicht meine Verantwortung. Lass den kurz mal ein bisschen sacken, den Satz. Deine Wut ist nicht meine Verantwortung. Denn genau das tun Narzissten hier. Die sagen dir jedes Mal: Ja, du hast mich ja so wütend gemacht, deswegen konnte ich gar nicht anders. Änder dich, dann brauche ich mich so auch nicht mehr zu verhalten. Hier sagst du ganz klar: Stopp, ich setze hier eine Grenze. Deine Wut ist dein Ding, meine Wut ist mein Ding. Punkt. Das ist ein ganz toller Satz, um denjenigen daran zu erinnern, dass er für sich selbst verantwortlich ist und nicht du, okay? Grenzen sind hier das Allerwichtigste. Der zweite Satz: Wir haben beide das Recht auf unsere eigene Meinung. Und Meinungen sind keine Fakten, sondern Meinungen. Was Narzissten auch super gern machen, ist zu behaupten, dass ihre Meinung der einzig wahre Fakt ist. Hört Narzissten mal genau zu, wenn sie ihre Meinung sagen, ja? Sie werden das ganz klar als Fakten verkaufen, als unumstößliche Wahrheit. Und wenn du darauf reinfällst, wirst du dich andauernd so fühlen, als wäre deine Meinung kleiner, weniger wert und weniger wahr. Und mit diesem Satz, wir haben beide das Recht auf eine eigene Meinung, setzt du die Grenze und sagst: Nö, deine Meinung ist hier nicht die Allwissende, sondern wir haben beide nur unterschiedliche Ansichtspunkte und keiner davon ist besser oder schlechter als der andere. Du nimmst klar die Wertung raus und gehst auf eine sachlichere Ebene zurück. Und versteh mich nicht falsch, du sollst durch diese Sätze eben nicht in seine Monologe einsteigen, sondern ganz klar mit kurzen, knappen Sätzen diese verdrehte, wirre Logik eines Narzissten anhalten und sagen: Stopp, ich steig hier aus dem Karussell aus. Okay, denn Narzissten stellen immer alles als schwarz oder weiß hin. Das wird dir schon mal begegnet sein, warum sie das tun, oben rechts mal im Video. Okay, deswegen bleib immer dabei. Meinungen sind keine Fakten. Der nächste wichtige Satz, mit dem du einen Narzissten auf der Stelle entwaffnen und stoppen kannst, ist: Danke für deine Meinung. Ich handle dennoch so, wie ich
es für richtig halte. Ihr wisst gerade im beruflichen Kontext, im familiären Kontext, auch im Ex-Beziehungskontext, wenn es um die Kinder geht, versuchen Narzissten gerne Bossing zu betreiben. Bedeutet, du wirst konstant auf eine Ebene eines Kindes herunterreduziert und er versucht dir zu sagen, wie du wie zu handeln hast und warum. So, und wenn du da nicht aufpasst und vielleicht auch ein altes Trauma noch hast, das heißt, du hast Probleme mit Autoritäten, hast Angst vor Autoritäten, wirst du ganz leicht auf diese Falle reinfallen und immer denken, er weiß es ja wirklich besser. Er ist ja wirklich schlauer als ich. Vielleicht sollte ich da wirklich drauf hören. Und ehe du dich versiehst, bist du in einem Scheidungskrieg gefangen, wo der Narzisst alle Zügel in der Hand hat und du dann so eine Beziehung hast wie, naja, er kommt dann, wenn er Lust hat, wenn er die Kinder hat, dann bringt er die und nimmt die, wie er Bock hat. Und du hast das Gefühl, du kannst da einfach keine Grenzen setzen. Deswegen ist es ganz wichtig, von Anfang an klar zu machen, du gibst mir einen Ratschlag, by the way, auch Ratschläge sind Schläge, ne? Nehmt das Wort mal auseinander, deswegen bin ich immer ganz vorsichtig mit Ratschlägen. Aber es ist eben nur ein Ratschlag. Er möchte dir sagen, so könntest du es machen. Und genau so solltest du es auffassen. Nichts davon ist als Befehl wahrzunehmen. Natürlich hätte er das gerne, dass du nach seiner Pfeife tanzt als seine Marionette. Aber komm mal wieder auf die gesunde Ebene zurück. Ein Ratschlag ist ein Ratschlag und du musst den nicht annehmen. Du kannst dich aber dennoch dafür bedanken, dass er dir einen gegeben hat. Also bedank dich nett, mach aber klar, sorry, aber ich handle so, wie ich es für richtig halte. Bleib immer in deinem erwachsenen Ich und fall nicht in dein kindliches Ich zurück, wo der Papa irgendwas gesagt hat und du das Gefühl hattest, oha, das muss ich jetzt machen, sonst werde ich bestraft. Hier ist Achtsamkeit das A und O. Fall nicht in eine kindliche Rolle zurück. Hab keine Angst. Dein Gegenüber ist genau wie du. Der steht nicht über dir oder ist wichtiger als du. Das gilt auch im beruflichen Kontext. Wenn du da rumgeschubst wirst und immer über dich bestimmt wirst, dann sag in Zukunft, danke für deine Meinung, danke für deinen Ratschlag, aber ich handle am Ende trotzdem so, wie ich es für richtig halte. Damit setzt du halt ein Statement. Der nächste Satz, und den hassen sie wie die Pest, aber ich empfehle dir, den jetzt ab, also jedes Mal, wenn so eine total verworrene Diskussion startet, du weißt ja, die steigern sich dann auch rein, die werden immer lauter und beleidigender und ich möchte, dass du in Zukunft diesen Satz benutzt, können wir bitte wieder auf eine niveauvolle Ebene zurückkehren, bitte. Nicht wundern, hier ist mein schlauer Zettel, ne, da stehen die Sätze drauf, also nicht wundern, ja, können wir bitte wieder auf eine niveauvolle Ebene zurückkehren. Damit nimmst du ihm im Grunde komplett den Wind aus den Segeln und er muss einsehen, dass sein Verhalten gerade wirklich wie das eines bockigen kleinen Kindes ist. Nicht nur das, er wird einsehen müssen, dass er dich damit nicht kriegt. Das heißt, dass du hier auf einer sachlichen Ebene geblieben bist und ihn einfach bittest, wie ein kleines bockiges Kind könntest du dann jetzt mal wieder aufstehen vom Supermarktboden, du kriegst den Schokoriegel nicht. Damit entwaffnest du jeden Narzissten. Und diesen Satz kannst du auch super im Job gebrauchen, wenn du es mit einem cholerischen Boss zu tun hast. Oder wie gesagt, mit dem Jugendamt. Diese Sätze könnt ihr alle gebrauchen, auch in der Öffentlichkeit, wenn der Narzisst euch ständig angreift, euch als schlechten Elternteil darstellen will, ne? Oder wie gesagt, in der Firma, wenn euch echt das Fürchten gelehrt wird, diese Sätze, da bringt ihr jeden Narzissten mit dazu, zack, komplett zu erstarren. Damit haben sie nicht gerechnet. Und du machst ganz klar hier deine Grenzen ganz groß. Sollte das nicht funktionieren, dann kommt der nächste Satz, den habe ich sehr erfolgreich bei einem narzisstischen, cholerischen Chef angewendet. Danach war echt Ruhe im Karton. Also der fünfte Satz ist, auf dieser Ebene der Respektlosigkeit möchte ich nicht weiter sprechen. Du machst ganz klar, so wie du gerade hier mit mir redest, ist für mich eine Grenze erreicht, möchte ich nicht weiterreden. Also entweder kommst du jetzt runter oder wir müssen die Diskussion beenden. Das kannst du einmal sagen und wenn du es dann das zweite Mal sagen musstest, weil du weiter angebrüllt gehst, dann möchte ich, dass du dich freundlich verabschiedest und den Raum verlässt. Und Achtung, jetzt werden Narzissen und Toxen dir wieder einreden, das wäre Silent Treatment. Nein, Silent Treatment ist, wenn du einfach so aus einer ganz stinknormalen Diskussion aufstehst, gehst und die Person dann ignorierst. Das ist ein Unterschied. Wenn dich aber jemand anbrüllt und du dem aktiv sagst,
Freundchen, pass auf, das ist mir zu respektlos, auf der Ebene rede ich nicht weiter. Und dann gehst du, dann ist das nur eine logische Konsequenz seines Verhaltens. Es ist nur deine Reaktion darauf, die du sogar angekündigt hast. Also lasst euch bitte keinen Blödsinn erzählen. Und der sechste Satz, den du ab jetzt immer sagen kannst, wenn du in einer toxischen Diskussion feststeckst, ist: Ich kann nicht kontrollieren, wie du über mich denkst und fühlst. Der knüpft ein bisschen an den ersten Satz an, ist aber für sich noch mal ein Ticken anders. Aber ganz klar ist hier, du gibst dem Gegenüber noch mal die Verantwortung für sich und seine Gefühle zurück und behältst gleichzeitig deine eigene Verantwortung. Nur für das, was du gesagt hast, nicht wie er reagiert, ne? Also das bedeutet, du zeigst ihm ganz klar, ihre Reaktion bestimmt nicht dein Verhalten. Und wenn sie dir die Verantwortung dafür geben, dann musst du das nicht annehmen. Ich weiß, die zwingen einen quasi immer dazu, ne? Aber es ist wichtig, dass du achtsam bei dir bleibst. Ich weiß, dass das in einer Panikreaktion nicht leicht möglich ist, aber am Ende des Videos zeige ich dir nochmal, wie du ruhig und locker in so eine Diskussion gehen kannst, gerade wenn du mit so jemandem noch ein Kind hast, okay? Und der siebte Satz ist: Wie du mit mir sprichst, gefällt mir nicht. Deswegen gehe ich nicht auf dein Argument ein. Es ist manchmal so, dass Narzissten schon in der Wut Diskussionen starten. Also das bedeutet nicht, wenn sie ruhig sind und gediegen, wo sie sachlich über etwas reden könnten, sondern im Endeffekt explodieren sie schon, wenn sie bei dir ankommen. Okay, und dann wird hinterrücks jeder Knopf gedrückt. Wenn er weiß, du hast ein Kindheitstrauma, wird er sagen, deine Eltern haben dich zu Recht misshandelt, ne? Wozu auf der Arbeit gemobbt, wird er sagen, ja, mit dir kommt ja auch keiner klar. Er könnte auch, wenn du wenig Selbstbewusstsein hast, den Knopf drücken. Ja, du kannst ja noch froh sein, dass du mich hast, sonst würde es ja niemand mit dir aushalten. Solche Sätze tun richtig weh. Und hier ist ganz klar zu sagen, du setzt die Grenzen. Wenn du jetzt da draußen am Monitor noch nicht deine Grenzen kennst, was sind Grenzen? Was geht für dich gar nicht? Was wünschst du dir? Diese beiden Dinge. Und die Dinge, die für dich gar nicht gehen, die gelten allgemein ab jetzt. Freunde, Beziehungen, Job, Familie, überall gelten die. Und wenn jemand da drüber trampelt und versuch das noch als normal zu betiteln, dann wirst du ab jetzt sagen, ne, wie du mit mir sprichst, gefällt mir nicht. Deswegen gehe ich auf dein Argument nicht ein. Du nimmst dem Narzisst damit komplett den Wind aus den Segeln und sagst ihm, tut mir leid, du brauchst gerade Aufmerksamkeit, von mir kriegst du leider keine. Zack. Und schon hast du eine sehr schwierige, komplizierte Diskussion, die sonst wahrscheinlich 5 Stunden gedauert hätte, einfach mit ein paar Sätzen gelöst. Als nächstes möchte ich dir eben noch mit auf den Weg geben, dass du dir immer wieder bewusst sein musst, wenn du mit Narzissten zu tun hast, mit toxischen Personen, von denen du dich jetzt eben nicht mal ebenso entfernen kannst, wie gesagt, weil das Setting eben so ist. Mach dir bitte auch immer wieder klar, warum sie Drama anfangen. Es ist, sag ich mal, 1%, weil sie was stört, aber 99% der Zeit ist es nur der eine Grund, Baby, ich brauche deine Aufmerksamkeit. Und da wir nicht mehr zusammen sind, ja, kann ich die leider nicht mehr anders kriegen und ich brauche eben deine Energie. Ne, weil davon speise ich mich. Und wenn ich eben keine Next habe, tja, dann ist das schwierig für mich. Da kriege ich halt nichts anderes. So, das heißt, auch durch negative Dramamache, Diskussionen, ewige Monologe holen die sich ihre Energie. Mach dir das klar. Und dann geht es eben darum, dass du kapierst, ohne deine Energie, ohne deine Reaktion, vor allem ohne deine emotionale Reaktion. Sie speisen ja nicht darunter, dass du so einen Satz sagst und dann cool aus dem Raum gehst, sondern im Endeffekt, dass du da sitzen bleibst, anfängst zu weinen, anfängst dich zu rechtfertigen, zu diskutieren. Natürlich, zack, bist du in ihrer Falle, okay? Also jetzt möchte ich noch mal sagen, wie du diese Sätze bitte aussprichst. Und das ist ein Ding, das lernst du. Das hat mit Achtsamkeit zu tun. Bleib bei dir. Mach dir immer wieder klar, das, was der Narzisst gegen dich sagt, hat nie etwas mit dir zu tun, sondern immer nur mit ihm. Und dann wird es dir irgendwann leichter fallen, nicht mehr komplett auszurasten in solchen Themen, ja? Die Sätze sagst du bitte ruhig, gelangweilt, kurz angebunden und klar.
nichts anderes. Denn wenn des Narzissten größte Freude ist, Zufuhr zu bekommen durch Emotionen von dir, musst du genau das Gegenteil tun. Wirke gelangweilt, wirke emotionslos, bleib sachlich, aber kompetent, ja, gerade beim Jugendamt und so. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Das macht auch bei Richtern und Jugendämtern ein tolles Bild, wenn du ruhig und bei dir bleibst. Und das Wichtigste ist kurz angebunden. Immer kurz angebunden sein, weil sonst ziehen sie dich mit irgendeinem Schwachsinn wieder rein, was gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hat. Leute, ganz, ganz wichtig. Und wenn du merkst, du kriegst noch echt Puls, wenn du mit denen reden musst, ja, dann schreib mir doch bitte eine E-Mail. Hier ist sie nochmal. Wir können gerne gemeinsam Wutarbeit machen. Das ist super effektiv, dauert vielleicht eine Stunde, also mehr als ein Coaching brauchst du dafür auch nicht, ja. Und dann machen wir das zusammen. Mir ist natürlich klar, du kannst es ja auch im Internet zusammensuchen, aber wer eben ein professionelles Setting möchte, eine genaue Anleitung, dass er halt nichts falsch macht, der kann gerne sich bei mir melden. So, und wenn euch das Video jetzt in irgendeiner Form weitergebracht hat, dann macht doch jetzt mal alle fleißig ein Däumchen nach oben. Das könnt ihr hier tun, weil dann triggern wir den YouTube-Algorithmus und das Video verbreitet sich ganz von allein. Wenn du ein Hater oder Toxe bist, mach gerne auch einen Daumen runter, weil auch das hilft dem YouTube-Algorithmus. Also jede Reaktion, die du auf dieses Video machst, bringt dem YouTube-Algorithmus was. Und weil wir natürlich noch mehr helfen wollen, ist es jetzt noch wichtiger, hier in die Kommentare eure Erfahrungen zu schreiben. Denn wie gesagt, wir sind ja hier eine Community und gleichzeitig hilft es noch dem YouTube-Algorithmus. Hier sind noch ganz viele unter euch, die trauen sich noch gar nicht, ihre Geschichte zu erzählen. Die hocken immer noch in so einem Setting fest und denken, da ist niemand, der sie versteht. Also, habt ihr auch solche Sätze, wo ihr wisst, boah, die entwaffnen und stoppen einen Narzissten sofort? Na dann mal hier drunter. Das kann Leben retten, ganz ehrlich. Das kann den Leuten wirklich helfen, sich aus so einer Krankenkonstellation zu befreien oder eben helfen, beim Jugendamt besser klarzukommen oder vor Gericht, wenn die Nazis sie verklagen, okay? Also haut mal alles drunter, was ihr kennt, was ihr wisst, was geholfen hat. Und als letztes teilt das Video mit ein, zwei Leuten, die euch wichtig sind, wo ihr sagt, die sollen endlich mal erfahren, was ich da mitgemacht habe, ja? Leicht verständlich, wie immer, darum geht's hier bei uns. Und dann würde ich sagen, es ist so warm, Leute. Macht euch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt direkt raus in die Sonne gehen. Ja, macht euch morgen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns genau nächsten Donnerstag um 18 Uhr hier an gewohnter Stelle wieder. Macht es gut, eure Arti.